Yo Leute, Seedon hier am Start und willkommen zu einem neuen Demon Slayer Video. Heute geht es krass zur Sache, denn wir machen heute das allererste Mal, seit wir Demon Slayer Content auf meinem Kanal hier machen und thematisieren einfach, machen wir das allererste Mal eine Rant. Ich bin mit der Folge überhaupt nicht zufrieden. Ich muss wirklich sagen, diese Episode hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich fand die absolut scheußlich. Ich fand es mühselig, ich fand es zäh. Es ist eine Cash-Cow bis zum geht nicht mehr. Diese Folge ist so fucking unkreativ und langweilig. Bruder muss groß. Hashira-Training ist der Titel von diesem ganzen Arc hier, von diesem ganzen Abschnitt hier. Und die haben nichts Besseres zu tun, als sich die Zeit mit Papierfliegern zu vertreiben. Also Bruder, come on. Das ist wirklich random ass Scheiße. Was ist das? Also letzte Woche haben wir noch über Tengen gesprochen und wie kreativ es war und wie sehr dieser Charakter vom Anime profitiert hat, gerade auch vom Original Content. Diese Folge hat Tengen dann nicht mehr und wir sehen letztendlich das Resultat davon, nämlich, dass hier absolut gar nichts passiert. Es ist einfach wieder unfucking fassbar. Wenn es euch gefällt, lasst mir gerne für den Rant einen Daumen nach oben da und natürlich ein Abo auf dem Kanal, wenn ihr nichts mehr zu Demon Slayer verpassen wollt. Wir werden natürlich noch die nächsten 4 Episoden besprechen, denn Spoiler Alert, wir sind schon bei der Hälfte angekommen. Das heißt, in 4 Wochen ist diese Season der Hashira Trainings Arc auch schon wieder vorbei. Mir schmerzt es in letzter Zeit sehr das Herz, dass ich ein bisschen was Schlechtes zu Demon Slayer zu sagen habe oder immer mal wieder öfter meine Skepsis und meine Sorge zu der Anime-Adaption von Demon Slayer preisgebe, weil ich einfach denke, dass die Handhabung, wie man damit umgeht, also dieses Cash-Cow-Prinzip, der Serie nicht gut tut. Ich finde, wenn man das mal mit den anderen Staffeln vergleicht, wird man merken, dass das vom Pacing her gar nicht mehr zueinander passt, weil du in den ersten 3 Seasons ungefähr immer ein ähnliches Pacing hattest und hier diese Season sich jetzt wirklich wie Filler-Content anfühlt, beziehungsweise, ja, wie so ein bisschen eine Verarsche an die Zuschauer, dass man sie wirklich einfach nur an der Stange halten will, an der Leine halten will und sagen möchte, ja, wartet noch ab, das Finale kommt irgendwann. Und es ist mehr oder weniger bestätigt, dass das Finale von Demon Slayer sowas von gesplittet werden wird, ob jetzt in Filmen oder als TV-Anime, das wird so zercuttet werden. Attack on Titan wird da wahrscheinlich gar nichts gegen sein. Das kann man sich natürlich positiv auslegen und man kann auch sagen, hey, ist doch cool, dann hat man ein bisschen länger was von der Serie. Der Anime-Only wird da sicherlich auch seinen Spaß haben und die gewisse Chemie stimmt ja auch im Anime. Ich finde, man hat immer ein bisschen Liebe oder Liebe zum Detail einfach in der Serie. Der Original-Content gibt sich ja in einigen Aspekten schon Mühe. Ich würde mir zwar ein bisschen mehr Charakterfokus wünschen wie bei Tengen. Wir haben gesehen, bei Tengen hat das sehr gut gepasst einfach. Aber hier jetzt denke ich mir, boah, das ist so unpassend. Ich fühle mich wie bei einer Boruto-Filler-Episode, wo der in Burger King geht und irgendwie das neue Menü austestet oder sowas. Also diese Folge hat überhaupt nicht reingepasst. Dann gibt es tatsächlich ein paar positive Punkte in der Episode, die aber gleichzeitig auch wieder negativ behaftet sind, weil sie viel zu kurz kommen. Also ich gebe euch mal ein Beispiel. Wir haben hier einen Clash, einen Fight zwischen Sanemi und Obanai, die sich ja letzte Woche in der letzten Episode schon getroffen haben und angekündigt haben, dass sie gegeneinander kämpfen werden. Muichiro kommt dann auch hinzu und wir sehen eigentlich nicht wirklich was von diesem Kampf, außer 1-2 Schläge. Das war's. Also, man teast hier ein bisschen was an, aber das eigentliche Spektakel kriegen wir nicht wirklich. Wir kriegen vielleicht 5 Sekunden, vielleicht maximal 10, aber mehr auch nicht. Also, abgesehen von 1, 2, 3 Schlägen vielleicht von jedem einzelnen einen, kommt da nicht mehr bei raus. Und das sehe ich, mag jetzt übertrieben klingen, aber ich sehe das so, weil im Endeffekt, wenn ich das mit dem vergleiche, was wir sonst in der Episode bekommen haben oder was uns mäßig indirekt versprochen wurde, als Verarsche an. Ich finde, das ist ein Rumgebete, ich finde, das ist ein ewig bei der Leine halten und nicht zum Punkt kommen. Ein Melken bis zum geht nicht mehr. Du siehst hier teilweise vom Kampf gar nichts. Du siehst hier 1, 2 Hits, mehr auch nicht. Sanemi gegen Obanai gegen Muichiro wäre ein Fokus in dieser Episode gewesen, der sicherlich hätte cool werden können,
cooler Original-Content, der aber nicht fokussiert wurde und deswegen kann ich auch diese Szene nicht positiv hervorheben. Ist ja generell immer so eine Sache vom Ranking her, dass man die miteinander scaled, die Säulen, also wer jetzt stärker ist, auch wenn das mehr oder weniger bestätigt ist, wie die Rangfolge ist, aber scheint ja für die meisten auf jeden Fall interessant und watchable zu sein, zu sehen, hey, was ist eigentlich, wenn die gegeneinander kämpfen, weil dieses Konzept haben wir eigentlich nicht. Die kämpfen eigentlich gegen Demons, gegen Teufel und nicht gegeneinander. Dieses Prinzip werden wir eigentlich nie in dieser Serie sehen. Von daher ist das Konzept, dass die einen Testkampf mit Holzschwertern machen, ja eigentlich ein cooler Original-Content, bekommen wir aber nur so halbherzig zu sehen. Und das finde ich wirklich Quatsch. Diese Folge fokussiert sich auf Muichiro, dass er zu Tanjiro sehr nett ist, was ja auch Sinn macht, weil durch Tanjiro hat Muichiro erst seinen Charakter gefunden, wegen des Gedächtnisverlustes des letzten Arcs, falls ihr euch erinnern könnt. Ich sage euch ganz ehrlich, mir ist die Message dieser Episode egal. Muichiro funktioniert auch so als Charakter. Letzte Season hat für ihn funktioniert. Dass er zu den Randoms anders ist als zu Tanjiro, kann man sich denken. Da brauche ich auch keinen fröhlichen Moment in der Szene, was den Random Demon Slayern eh nicht großartig weiterhelfen kann. Ob die jetzt ein paar Papierflieger da rumbasteln oder nicht, wird denen am Ende nichts nützen im Kampf gegen Muzan. Also die charakterliche Tiefe dieser Episode oder dieser Message hier in der Folge lässt ein bisschen zu wünschen übrig und fühle ich ehrlich gesagt nicht in Verhältnis zu dem, was wir bekommen. Tanjiro gegen Muichiro ist ganz cool, aber ist auch relativ zu kurz. Ich habe den Eindruck, man kann gewisse Szenen schon besser fokussieren oder man hat zumindest in gewisser Weise ein paar Konzepte, aber man führt die nicht weiter aus. Also man hätte zumindest die Kampfszenen ein bisschen weiter ausführen können und auch das sieht mir so ein bisschen danach aus, als würde UFO Table nicht all out gehen. Von dem, was sie eigentlich wieder meinten, von wegen, dass die Animation ja auch in dieser Season hier wieder ein komplett neues Level annehmen würde. Das Einzige, was auf einem High-Class-Level spielen konnte, war vielleicht diese kleine CGI-Szene von Nakime. Wir haben die natürlich auch gesehen, dass die weiter Ausschau hält und ihre ganz vielen Augen positioniert, unter anderem auch Muichiro beobachten kann. Sowas ist ja ganz cool. Aber alles andere war ziemlich unspektakulär. Und für Demon Slayer-Verhältnisse sollten wir auch mit einem anderen Maß an die Dinge rangehen. Von daher lasse ich mir da auch in dem Aspekt nichts anderes erzählen. Also, hier muss man fairerweise sagen, dass wir hier eine ähnliche Szene bekommen haben wie bei Rengoku und Akaza. Ich glaube, die Rauchszene war 1:1 das gleiche mit den Flashy Lights. Also, wir haben ja nicht wirklich was gesehen. Die Krähe hat das beobachtet, das war's. 2-3 Hits, das war's. Der Sanemi-Schlag war, glaube ich, reused aus der ersten Episode. Ja, mehr kam da eigentlich nicht großartig bei rum. Was UFO Table sich so mit ihren Aussagen verscherzt in der Season, ist schon fucking erbärmlich, weil die jedes Mal rumflexen und sagen, oh ja, wir legen noch einen drauf und wir legen noch einen drauf. Und das Einzige, was sie dann in der Season machen, ist Infinity Castle, was uns wieder nur ein Bait ist, was für uns wieder nur ein Tease auf das große Finale ist. Und da glaube ich ihnen auch, dass das überkrass aussehen wird. Aber das ist halt eben nicht der gegenwärtige Aspekt. Das ist eben nicht das, was wir jetzt bekommen. Und dementsprechend muss man da auch nicht die Klappe so weit aufmachen. Es ist so offensichtlich, was wir aktuell für einen Bait ertragen müssen. Und ich freue mich für jeden Anime-Only, der das feiert. Ich will das ja hier auch niemandem schlecht reden oder so etwas. Nur ich sage euch, wie gesagt, ganz ehrlich, für einen 200-Chapter-Manga, der seit fast 5 Jahren vorbei ist, habe ich keine Lust, in weiteren 5 Jahren noch darüber zu reden. Wenn man länger was von dem Projekt noch haben möchte, okay, wenn man das zeitweise, phasenweise schaut, ist ja alles alright, aber ich als Content-Creator in dieser Serie habe keine Lust, noch in 5 Jahren über Akazas Vergangenheit zu reden. Das ist einfach langweilig und durchgekaut und für jeden schon ein Thema, Jahre zuvor gewesen. Ich denke, das kann man nachvollziehen. Wir werden natürlich trotzdem das Ganze hier begleiten, auch in der Zukunft, weil das Ding ja trotzdem etwas ist, was ich sehr mag und enjoye, aber sowas enjoye ich nicht, weil ich so etwas tatsächlich als Zeitverschwendung erachte. Ich finde, solche Episoden bringen nichts, solche Episoden sind Time Waste. Ich mache hier natürlich ein Video zu, ich hoffe, das ist für euch halbwegs unterhaltsam.
zumindest vielleicht unterhaltsamer als die Folge. Und vielleicht kriegen wir nächste Woche wieder ein bisschen mehr Comedy und dann den ein oder anderen Lacher. Selbst das hatten wir ja dieses Mal nicht wirklich. Wie schon gesagt, es tut mir sehr in der Seele weh, dass ich so über Demon Slayer rede, weil ich das ehrlich gesagt nicht erwartet hätte, dass man so mit diesem Anime umgeht, aber anscheinend ist das die aktuelle Handhabung und man möchte halt so viel Kohle scheffeln, wie geht. Ja, finde ich nicht wirklich gut, man sieht am Ende des Tages nur, was dabei rumkommt beim Projekt und vielleicht wird der ein oder andere das ja irgendwann selber merken. Nächste Woche geht es dann Richtung Mitsuri, also ich kann an der Stelle nicht sagen, ob es schlimmer wird als diese Woche, weil im Manga war das eine Ballett-bezogene Trainingseinheit, also kriegen wir möglicherweise eine ganze Folge Ballett zu sehen nächste Woche, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Im Manga war das ein ganzes Kapitel, jedes einzelne Training ein Panel, das war's. Im Anime kriegt jeder seine Episode. Und da werden die Charaktere nicht mal ausgearbeitet oder so, dass man sagen kann, oh, diese Charaktere haben Lücken vorzuweisen und diese werden erfolgreich gefüllt. Nein, es wird mit unnützen Inhalten gefüllt, mit Quatschinhalten, die kein Mensch braucht. Vielleicht rede ich nicht für euch, ich rede aber an der Stelle für mich und das hat genug zu sagen. Und an der Stelle sage ich, Schmutzfolge, Zeitverschwendung. Also, ich halte mich an dieser Episode definitiv nicht länger auf als die 10-11 Minuten hier von diesem Video. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, vielleicht lustiger als die Folge heute. Haha, hihi. Ich wünsche euch einen babamäßigen Abend und bevor ihr ins Bett geht, solltet ihr vielleicht auch einen Papierflieger machen, um den Tag perfekt ausklingen zu lassen. Von daher, ich wünsche euch was, haut rein, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.